Maria! Oh, che bello! Mamma! Ma lass mal sehen! Ma sei grande, sei quasi un uomo! Bravo! Ja, Carlos, aber was macht's dir da? Weißt du, Bubi, ich komme gerne überraschen. Dann sehe ich immer die Wahrheit. Aha. Eccoli qua! La mia bambina! Ja, kommst du rein? Jetzt putzi, ich bin doch schon fertig. Jetzt warte. Putzi, jetzt bleib doch da. Herrschaftszeiten. Putzi! Grüß Gott, ich bin wegen Ihrem Zähler da. Ja, was wollen Sie? Ja, Ihren Stromzähler ablesen. Das hat ja nicht die Hausverwaltung nicht Bescheid gesagt. Ja, Putzi, bleib! Also, das muss ich total vergessen haben. Putzi! Herr Stepanek, haben Sie die Tier da unten wieder auflassen? Ich sag Ihnen was, da ist doch der Hund gleich draußen. Ja, also gut, dann ging es rein. Hier, Sie kommen ja sicher alleine zurecht. Ja, logisch, kein Problem, ist haben wir öfters. Und wenn ich in einer Viertelstunde da bin, dann einfach die Tür von Ihnen zuziehen. Machen wir. Herr Stepanek, ich sag Ihnen, wenn dem Hund was passiert, ich ziehe Sie zur Rechenschaft. Machen Sie lieber das Geschäft von dem Köter weg. So was ist bei der Polizei. Schmarrn doch. Da glaubt's ja gar nicht. Schatzi? Questa è la Madonna di Napoli. Ihr passt auf sie auf und sie wird auf eure noch kleine Familie aufpassen. Ab jetzt ist eure Madonna di Napoli. Merci. Diese Madonna gehört an die Familie Bertuzzi seit Generationen. Jetzt sie schenkt euch Glück, Gesundheit und Bambini. Und Bambini. Bravi! Bravi! Oh, Papa, Mama! Momento! Thomas, questo non va bene. La Madonna di Napoli deve avere un posto più bello, capito? Così. Questo è il suo posto, hai capito? Guardate qui! E un momento! Ecco qui! Sto rilassato! Ah, jetzt! Come va? Bravo! So, bravo! Jetzt geh weiter, komm! Jetzt! Warte, warte! Ist ja gut jetzt! So fast! Putzi! Sogar ist aus. Nächste Dienstfahrt. Den Blick kenne ich. Du hast beim Uli und der Inge auch angefangen. Ja, Conny und ich? Das ist ein Blödsinn, da läuft überhaupt nichts. Ja, ja. Was denn? Aber wenn du das weiter nur anschaust, wird er nicht schlafen. Du musst es heute mal schön zum Essen einladen, ja? Aber wo soll ich mit. P31, ja. Er will was? Liebling, das ist doch ganz normal. Der will halt schauen, ob du ein guter und ehrlicher Ehemann bist. Natürlich kann er ein guter Ehemann sein. Warum denn nicht? Und was soll denn dann anders als jetzt? Schatz, ich schau her. Er ist mein Papa, ich bin seine Tochter. Er will sich halt ein bisschen wichtig machen. Also gut, was soll ich machen? Er will mal allein mit dir reden, Schatz. So von Mann zu Mann, weißt? Wahrscheinlich musst du einen Schnaps mit ihm trinken und... Und er will dich mal auf der Dienststelle besuchen. Bitte was? Liebling, der Papa war auch mal Polizist. Den interessiert das. Mein Sommer sind wie falsch. Ich verstehe bloß nicht, was das soll. Wir sind seit Jahren zusammen und auf einmal will der alles Mögliche. Ich mein... Bubi, bei der Mama ist Eibacher geworden. Der Uli ist schon unterwegs. Und du hast ihn einfach allein in die Wohnung gelassen? Ja. Ha? Er hat doch gesagt, er ist von der Hausverwaltung. Wir gehen den Zähler ablesen. Und unten der Haus, da hängt ja auch ein Zettel. Nein, nein, sicher nicht. Das wissen die. Der Ablesetermin ist erst morgen. Nicht heute. Morgen ist der. Und so steht es auf dem Zettel. Ja, Herr Stepanek, das habe ich jetzt auch kapiert. Vielen Dank für Ihr Mitgefühl. Also, ich muss mich schon sehr wundern. Sie sind doch schließlich vom Fach. Und da lasst man doch nicht einfach fremde Leute ins Haus. Nur weil Sie die Tier unten auflassen haben. Ah. Danke, Herr Stepanek, danke, aber ich glaube, es ist besser, Sie gehen jetzt, gell? Inge, den kriegen wir schon.
Weißt vielleicht schon, was fehlt? Woher soll ich das wissen? Schau mal her bei dem ganzen Durcheinander. Ich weiß es nicht. Vielleicht mein Bargeld, vielleicht mein Foto. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber jetzt wäre es besser, wenn ihr euch woanders hinsetzt, weil meine Chefin und unsere Kunden. Wir? Chivago, wir stinken. Nein, nein, ihr riecht vielleicht ein bisschen streng. Das mag durchaus sein. Das Leben auf der Straße bietet zuweilen mangelhafte hygienische Einrichtungen. Du hast nicht zufällig die Möglichkeit für ein Wannenbad. Leider nein. Na, dann eben bis morgen. Was wollte denn der von dir? Nix. Gibst du dem jetzt schon eine Belohnung, damit der hier alles vollstinkert und die Kundschaft verkrault? Das ist doch eine arme Haut. Und die paar Wurstreste tun uns doch nicht weh. Also solange du es nicht zahlen musst, kannst du es leicht herschenken. Sag mal, wieso kommst du eigentlich darauf, dass was mit der Conny überhaupt läuft? Ich werde wohl kaum ihr Typ sein. Blödsinn. Die steht voll auf dich. Du musst bloß lernen, ihre Körpersprache zu lesen. Hm. Weißt also, wenn sie zum Beispiel ihre Arme hebt und dir ihre Achseln zeigt, dann muss sie mit dir schnackseln. Was will sie? Na ja, dann muss sie mit dir ins Bett. Das ist doch Quatsch. Robert, Robert. Was ist, wenn sie nur eine Achsel hebt? Na ja, dann ist sie noch unsicher, aber tendenziell... PI 31, hört? Bei der Metzgerei. Ja, ich schick Ihnen zwei Kollegen. Na, da seid ihr endlich. Der macht es doch mit Absicht. Der hockt sie hierher mit seinem Hund und stinkert alles voll, dass sie niemand in meinen Laden mehr reintraut. Servus. Ah. Herr Petruschek. Du verstehst die Frau doch mit ihrer Sorge, oder? Natürlich verstehe ich die Dame. Aber irgendwo muss ja auch unser einer sein müdes Haupt niederbetten können dürfen. Aber nicht vor der Metzgerei. Das ist geschäftsschädigend. Der will mich doch nur erpressen. Bitte, bitte mäßigen Sie sich in Ihrer Wortwahl. Es kommt ja schon fast einem Rufmord gleich hier im Beisein der Beamten. Rudi, komm, lass gut sein. Ja, ich spreche jetzt einen mündlichen Platzverweis gegen dich aus und der darf sich heute hier nicht mehr aufhalten, okay? Hauptsache, er verschwindet mit seinem Hund. Das ist eine Freiheitsberaubung? Nee, das ist lediglich eine Maßnahme, um die Gefahr für die öffentliche Ordnung abzuwenden. Da hat aber einer im Unterricht aufgepasst. Aber wenn du dich dieser Maßnahme widersetzen solltest, mein Lieber, dann könnte ich dich in Gewahrsam nehmen und dann könnte man von Freiheitsberaubung sprechen. Das ist mir wurscht. Ah, Hauptsache, er ist weg und kommt nie wieder. Ab, komm. Chivago. Und morgen hocken dann seine ganzen Spätzle da. Erst bei uns und dann beim Bäcker. Na, na, nix da. Das Pack kehrt weggesperrt. So wie früher? Du, gell? Nicht so frech. Sonst kannst du gleich noch einen Job suchen. Robert. Servus. Sieh doch mal. Was macht denn die Neugebauer da? Die kennen sich noch von früher. Die Neugebauer hat deinen Schwiegervater mal um Amtshilfe gebeten. Das gibt's doch nicht. Das ist ein ganz schönes Kaliber, dein Schwiegervater ins B. Wieso? Ich glaube, der will ganz genau wissen, wen seine Tochter heiratet. Der hat sie voll erkundigt. Ja, wie, und was hast du gesagt? Ja, nix. Nur das Allerbeste. Gut.
drinnen. Frau Dr. Neugebauer, was verschafft uns denn die Ehre? Ah, ich habe mich mit Carla auf dem Café getroffen. Wir haben uns ein bisschen über Sie ausgetauscht. Ich muss jetzt wieder. Servus. Wiederschön. Und zeigen's doch Ihrem zukünftigen Schwiegervater ein bisschen was von unserer Arbeit hier. Das interessiert ihn bestimmt. Gell? Tommaso, was ist los? Bist du nervös? Ja. Was ist? Hast du was? Ich ärgere mich nur über mich selber. Kann man denn so saublöd sein und einen wildfremden Menschen allein in seiner Wohnung lassen? Ach, gemein. Das kann doch an jedem passieren. Nein, nicht mir als Polizistin. Ja, wenn du magst, dann kannst du ja vorübergehend wieder bei mir einziehen. Vorübergehend. Nein, danke. Ist nett, aber nicht aus Mitleid. Gattino. Ciao. Figlio mio diletto. Du, ich geh mit der Mama ins Principe, dann können sie in Ruhe miteinander reden. Was? Jetzt strengst du dich ganz toll an und bist lieb zu ihm, dann freut er sich und gibt uns bald seinen Segen, okay? Bitte? Toi, 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 Schatz. Aber ciao, Papa. Carlo, ci vediamo. E stai nett zu Tommaso. Bitte? Tommaso. Come, andiamo a Sanremo. Questo è limoncello fatto in casa. È nella lunga tradizione nelle famiglie aus Neapel. Mm-hmm. Salute. Salute. Warum Bubi? Bubi ist ein Name per bambini, nicht für Mann. Salute. Salute. Bist du vielleicht noch ein Bambino? Nein, ich bin 38 und ich möchte gerne die Gianna heiraten. Aber sag mir, Carlo, jetzt was ganz anderes. Was ist denn da eigentlich drin? Gianna ist mia figlia. Willst du gut zu ihr sein? Carlo, du kennst mich doch schon lange. Das ist in meiner Personalakte. Sag mal, woher hast denn du die? Spielt das eine Rolle? Wichtig ist, was in Akte steht. Entschuldige, dass ich dich so spät noch störe. Ich habe doch gesagt, du kannst jederzeit anrufen. Ja, danke. Du, stell dir vor, jetzt weiß ich, was die mir gestohlen haben. Mein Taufbecher ist weg. So was hast du noch? Ja, du weißt doch, ich bin doch streng katholisch. Hast du Angst? Du, weißt du, Uli, das ist so komisch. Ich habe das Gefühl, dass hier ständig wieder jemand in meiner Wohnung stehen könnte. Kommst du bitte? Genauen Beschreibung unserer Kollegin.
Inge konnte die Kripo dieses Phantombild erstellen. Es gilt jetzt, all unsere Kräfte zu bündeln, um den Täter zu fassen. Bla bla bla, Herrgott, sag, wir sitzen da herum und der hält einen Vortrag von lauter Allgemeinplätzen. Du, bei mir ist nicht einfach, aber ich versuche nur... Ja, komm einfach auf den Punkt. Also, ich habe eine Liste von allen ähnlichen Fällen erstellt. Und die Betrügereien funktionieren immer nach dem gleichen Muster. Entweder dort, wo ein Neuanzug, eine Renovierungsarbeit oder eine Zählerablesung zu beobachten waren, haben sich der oder die Täter immer nach dem gleichen Muster eingeschlichen. Sie müssten etwas auf Dichtigkeit prüfen oder eine Zählerablesung vornehmen. Und haben wir jetzt einen Plan, wie wir den oder diejenigen erwischen? So, der Robert überprüft jetzt seine Liste nach Übereinstimmungen, ob es vielleicht mehrmals bei einem Installateur zu diesen Diebstählen käme ist. Und immerhin haben wir ja eine Augenzeugin. Sie kann mir sowas von ärgern über mich. Aber immerhin, die haben meinen Taufbecher. Und den kann ich eindeutig identifizieren, die Socke da. Bitte schön, mit Milch und ohne Zucker. Hey, danke. Bitte schön. Was machst du morgen Abend nach dem Dienst so? Boah, keine Ahnung. Auf die Couch legen, Fernsehen. Hast du Lust, was essen zu gehen? Klar, aber nicht ins Principe. Pizza und Pasta hängen mir so zu den Ohren raus. Okay. Robert, ich hab sie zum Essen eingeladen. Was? Conny, ich hab sie zum Essen eingeladen. Ja. Das Sixtes. Ja. Wo soll ich jetzt mit dir hin? Ins Principe will sie nicht. Das ist doch völlig klar. Mit Conny ist eher so der asiatische Typ. Chinesisch, japanisch. Ach, Robert. Ist das, auch wegen dieser Körpersprache, oder? Na, das sieht man eher am Körperbau. Das ist, ist ja eher so ein filigraner Typ. Also auch die Hände, beziehungsweise besonders die Hände. Das heißt, sie isst gern mit Stabel, weil es damit umzugehen weiß. Okay. Also, und vom Gemüt her ist sie ja eher süß-sauer. Verstehst? Nee. Nee, ist ja auch wurscht. Ich schwöre dir, im Chinesen liegst du gut richtig. Musst halt ein bisschen was springen lassen. Mhm. Ne? Der ist nicht den billigsten immer. Ja, klar. Gut, gut, gut. Tisch beim besten Chinesen. Cool. Genau. Ach, Robert. Danke. Ehe mir leid. Dabei ist das alles so einfach. Es muss halt immer erst was passieren, bevor was unternommen wird. Jetzt erzählen Sie uns doch bitte noch mal, was ganz genau gestern Abend passiert ist. Muss es sein? Ja. Immer so peinlich. Der Lakshmi hat hinten noch alles sauber gemacht und ich bin vorne raus. Da kommt dieser Penner von hinten und drückt mir an die Scheiben und reibt sich an mir. Er hat sich an ihn gerieben? Ja, mit seinem Glied. Das war so widerlich. Vorne haben sie gesagt, er hat sie berührt. Unterm Rock und an ihrem Brüsten. Ja, schon auch. Also später oder vorher, ich bin schon ganz durcheinander. Das ist doch auch ganz egal, ob vorher oder nachher. Und Sie können das alles bezeugen, ja? Es ist jetzt wirklich wichtig, dass Sie ganz deutlich auf meine Frage antworten. Ja? Ja, ich habe das gesehen. Der Lakshmi hat mich nur im letzten Moment gerettet. Wer weiß, was sonst noch alles passiert war. Das heißt, Sie bleiben bei Ihrer Anzeige wegen sexueller Nötigung? Ja, sicher bleibe ich dabei. Der hat mich angegrapscht. Gut. Rudi. Ich hatte gestern einen Platzverweis gegen dich ausgesprochen, oder? Ja, gestern. Aber heute ist ein neuer Tag und nicht mehr gestern. Aber du warst doch gestern noch mal vor der Metzgerei, oder? Gestern hatte ich doch einen Platzverweis. Dem würde ich mich doch niemals nicht widersetzen. Herr Petruschek, wir müssen Sie bitten, mit uns zu kommen. Gegen Sie liegt eine Anzeige wegen sexueller Nötigung vor. Was? Du, wir überprüfen das nur. Komm bitte einfach mit, ja? Wen soll ich sexuell genötigt haben? Es ist nur Befragung und dann schauen wir weiter. Ich,
Ich tue doch keiner Menschenseele was. Was soll denn das? Ich habe doch niemandem was getan. Ist gut, komm bitte einfach mit. Chivago kannst du auch mitnehmen. Nein, ich komme nicht. Rudi! Was spinnst du? Ich kann keinen festen Wohnsitz nachweisen. Wir inhaftieren ihn jetzt. Okay, das ist der Rudi und jetzt lass ihn los. Okay. Gott, bitte. Und die für ihre Wohnung zuständige Immobilienfirma, das ist die AMM Immobilie. Ja. Gut, danke. Verstehe. Dankeschön. Danke, Dankeschön. Wiederhören. Wiederhören. Du, also dieser Drecksack, der kommt immer einen oder zwei Tage vor dem anberaumten Ablesetermin. Und er hat immer ein schönes Klemmbrett dabei, wo er die Namen der Nachbarn alle notiert hat. Glück haben immer nur die gehabt, die nicht daheim gewesen sind. Aber in den meisten Fällen handelt es sich um die Immobilienfirma AMM Immobilie. Herr Amtmann? Ja? Grüß Gott, mein Name ist Aschenbrenner, das ist mein Kollege, der Herr Müth. Grüß Gott. Ihre Sekretärin hat gemeint, dass wir Sie hier finden. Meine Sekretärin? Aha. Was gibt's denn? Wir ermitteln in einem Fall von Hausbetrügereien und es könnte durchaus sein, dass einer Ihrer Mitarbeiter in den Fall involviert ist. Wir haben eine ziemlich genaue Täterbeschreibung. Kennen Sie diesen Mann? Sagt mir nichts, aber garantieren kann ich es natürlich nicht, dass er nicht trotzdem für uns arbeitet. Herr Amtmann, schauen Sie noch mal genauer hinten. Ach, wissen Sie, in unserer Hausverwaltung sind zwar über 70 Mitarbeiter beschäftigt, aber für die lege ich alle meine Hand ins Feuer. Ach, wissen Sie, wie oft wir das schon gehört haben? Wenn Sie so einen Schrieb von Ihrem Staatsanwalt haben, dann dürfen Sie gerne in jede einzelne Personalakte Einsicht nehmen. Aber bis dahin? Auffallend ist es aber schon, Herr Amtmann, dass sich diese Betrügereien fast ausschließlich in Objekten Ihrer Hausverwaltung abspielen. Tja, mei, wir sind halt auch eine der größten Hausverwaltungen. Wann findet denn die nächste Heizungsablesung statt? So viel ich weiß, morgen. Aber genaueres kann Ihnen da sicher meine Sekretärin sagen. Mhm. Die Sekretärin. Mensch, Rudi. Geh heute mal wieder ins Schwimmbad und duschen, es ist Sommer. Er dürfte nicht einfach jemanden so mitnehmen, wenn er nicht will. Das ist doch dann eine Festnahme. Der Kaffee ist gut. Ein paar Kekse dazu, das wäre super. Kekse kommen gleich. Und wann darf jetzt jemanden festnehmen? Gegenüber dem Beschuldigten muss dringender Tatverdacht vorliegen. Genau. Und wann liegt der dringende Tatverdacht vor, Gerd? Dringender Tatverdacht. Liegt vor, wenn... Wenn aufgrund des ermittelten Sachverhalts eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Beschuldigte, danke, als Täter oder Teilnehmer einer Straftat verurteilt wird. Und zweite Voraussetzung ist, Gerd? Ein Haftgrund. Der bei der Vorführung durch den Ermittlungsrichter überprüft wird. Häufigst angenommener Haftgrund ist die Fluchtgefahr. Aber das Nichtvorhandensein eines festen Wohnsitzes als Haftgrund anzugeben, ist unstatthaft. Die Haftgründe sind stattdessen ausführlich darzulegen. Servus, Rudi, und halt dich bitte von dieser Metzgersfrau fern, weil wer weiß, was dir sonst noch alles einfällt, gell? Also den Kaffee, den würde ich aber schon noch gern. Ja, mein Gott. Und die Kekse kannst du auch mitnehmen. Jetzt hau ab. Ja, und bitte lüftet es mir gescheit durch dann, gell? Ja. Gerd? Was machen wir jetzt wegen der Anzeige? Sexuelle Belästigung ist ja nicht ohne. Jetzt überlege dir mal. Der Petruschek. Der Petruschek. Der lässt vielleicht einmal ein Stückchen Wurst für seinen Hund mitgehen, aber der. Der belästigt doch keine Frau. Das könnte aber sein. Ich meine, wir glauben ihr ja nur nicht, weil wir Rudi schon so lange kennen. Sexuelle Übergriffe werden bei uns immer viel zu leichtfertig abgetan. Ich tue überhaupt nichts leichtfertig ab, Gerd. Wenn ein berechtigter Verdacht besteht. Verstehst? Sag mal, was ist denn überhaupt mit dem Zeugen, der das alles gesehen haben soll? Herr Lakshmi? Mhm. Der ist in der Metzgerei angestellt. Dann packt euch den einmal. Und dann lasst euch genau zeigen, wie er wo was beobachtet hat. Und wie er dann zu Hilfe gekommen ist. Gut. Gut? Gut, ja, okay. Hier, bitte, schau. Es ist ganz genau der gleiche Zettel, der bei mir daheim an der Tür gehängt ist. Mhm. Und Angela
kann vorbeirennen und den Zettel lesen. Und jeder kann sich dann als Monteur oder als Heizungsableser ausgeben. Nein. Die kriegen meinen Taufbecher nicht, den hole ich mir wieder. Der Robert hat das genau überprüft. Ach, der Robert? Ja, der Robert. Der hat das genauestens überprüft. Da muss einer von dieser Hausverwaltung mit drin hängen. 100 Pro. Verstehst du? Das kann doch kein Zufall sein, dass immer nur bei Heizungsablesungen von dieser Firma solche Sachen passieren. Inge, wurscht. Weißt du was? Wenn es um deinen Taufbecher gehen würde, dann wäre dir das auch nicht gleichgültig. Ich hab gar keinen Taufbecher. Wie, du hast keinen Taufbecher? Nein. Ich bin gar nicht taufbar. Hat dir denn niemand zu deiner Taufe sowas geschenkt? Nein, ich bin nicht getauft. Was heißt, du bist nicht getauft? Dann bist du ein Heide. Geschmarrn, klar bin ich ein Christ. Na, das geht nicht. Wenn man nicht getauft ist, ist man kein Christ. Amen. Carlo, was machst denn du da? Nichts. Ich war gerade in der Gegend. Mhm. Sozusagen. Weißt, er hat uns auch seine Hilfe angeboten. Ich meine, vielleicht sollten wir es auch annehmen. Nein. Der Carlo soll uns nicht helfen. Wieso? Was ist denn los? Mama, der macht mich total fertig. Erst denkt er mal raus, dass er total schlecht ist. Dann besetzt den ganzen Morgen das Klo. Mit der Gianna teilen wir unsere Couch im Wohnzimmer. Ich hab Kreuzkopf und Magenschmerzen. Thomas, schau mal, man heiratet nicht eine einzelne Person, man heiratet die ganze Familie mit. Das ist einmal so. Aber der macht sich total breit. Der übernimmt alles. Der ist wie so eine Krake, der totale Übervater. Der Carlo hier, Carlo da. Er ist der Beste, er ist der Edelste, er kann alles, er weiß alles. Ja, und dir bringt er Rosen mit. Der geht mir sowas von auf den Sack. Jetzt, Thomas, jetzt komm mal wieder runter. Es gibt keine Überväter. Es gibt nur Übermütter. Nein, du, jetzt hör mal. Jeder, also das kannst du mir glauben, jeder hat irgendeinen Fleck auf seiner Weste. Musst du nicht finden? Nehme ich wieder mit. Das wollte ich nicht. Viele Jahre hat die Madonna auf meine Familie aufgepasst. Jetzt, 2 Tage und kaputt. Du bist nicht der richtige Schwiegersohn für mich. Jetzt ist aber mal gut. Sag mal, was wolltest du denn dauernd von mir? Personalakte, Ehegespräch, dann die Nummer auf dem Klo? Ja, die Madonna ist mal kaputt gegangen. Gut, Entschuldigung, es tut mir wirklich leid, aber hey, ich werde eine neue besorgen, oder? Weißt du was? Ich bin enttäuscht von dir. Das bin ich auch. Ja, aber Gianna, du... Gianna! Aber Scherben bringen doch Glück. Da, schau.
Eine Madonna di Napoli. Eine schöne Tradition. Das ist eine saublöde Tradition. Mein Schwiegervater möchte wegen dem Ding die Hochzeit platzen lassen. Die Gianna Holtner und meine Schwiegermama, die betet seit letzter Nacht einen Rosenkranz nach dem anderen. Hey, wie alt ist denn das Ding? Ja, ewig alt. Madonna di Napoli hat beschützt Familie seit Generationen. Übernimm du das und ich übernimm das. Okay, wo genau hast du gestanden? Hier oder hier an der Arbeitsfläche, hier am Grill? Ich glaube so mit dem Rücken zum Grill. Okay, was hast du gemacht? Ich habe die Wurstschneidemaschine gereinigt. Okay, die Chefin, die war wo? Was hat die gemacht? Die hat sich gerade verabschiedet. Okay, gut. So, dann reinige mal bitte die Maschine. Conny? Servus, bis morgen. Komm's. Okay, so, und dann? Dann habe ich die Wurstreste entsorgt. Gut, dann mach das mal bitte. Haben Sie die Ladentür abgesperrt? Ja, Mai. Ja, Mai. Haben Sie jetzt die Tür abgesperrt oder nicht? Doch schon, freilich habe ich die Tür zugesperrt. Was ist denn das für eine blöde Frage? Ey, entschuldige mal bitte, du konntest überhaupt nicht sehen. Ist doch alles durchs Plakat versperrt. Komm mal rein. Conny! Kommen Sie. Sie werden doch nicht dem Penner da glauben. Los, Lakshmi, jetzt sag denen, dass du das alles gesehen hast. Nichts. Ich habe nichts gesehen. Nein, Mama, tut mir leid, ich kann euch nicht noch meinen Tag da zum Observieren abstellen. In der Landsberger Ecke Donnersberger sind die Ampeln ausgefallen und wir müssen die Kollegen von der 34 ablösen. Da gibt es noch einen Auffahrunfall, einen Ladendiebstahl, einen Treppensturz im U-Bahn-Geschoss, ne? Und eine grobe Sachbeschädigung am Neubahner Pettenkoffer. Also, was willst du zuerst machen? Bubi, die haben meinen Taufbecher gestohlen. Und ich kann nachts nicht mehr schlafen, weil ich mich nimmer sicher fühle in meiner Wohnung. Du siehst schon, ist wurscht. Bubi, das ist der Taufbecher von deiner Mama. Ja. Ja. Bis Mittag. Danach wieder Dienst nach Plan. Servus. Servus. Ach, jo, ihr seid Gott, entschuldige. Thomas? Man sieht bloß noch die Klebestellen. Robert, das ist der absolute Wahnsinn. Das ist ja. Das gibt's überhaupt nicht. Wisst ihr das? Du, da krieg ich vielleicht doch noch eine Chance bei der Familie. Robert! Vorsicht! Vorsicht, Vorsicht! Merci, Robert. Du hast echt was gut bei mir, gell? Gern. Du sag mal. Aber seit Generationen kann die Madonna nicht in eurer Familie gewesen sein. Hä? Die hat am Fußteil so einen Prägestempel. Und da habe ich im Internet ein bisschen recherchiert. Ich wollte halt wissen, was die so wert ist. Ja und? Nicht viel. Laut Prägestempel ist die erst letztes Jahr hergestellt worden. Erst letztes Jahr? Ja. Aha. Meine Fresse, ist das ein Mist wie diese Metzgerin. Nee, die langt doch keiner mit der Beißzange an. Du, aber vielleicht gibt sich Rudi ja auch mit einer Entschuldigung zufrieden. Wieso? Weil er nun Obdachloser ist und wegen so Anschuldigungen nicht so zimperlich sein braucht? Nee, du, weil er einfach nur seine Ruhe haben will und wieder nicht ewig diese Anzeige bearbeiten müssen. Außerdem können wir heute Abend pünktlich Schluss machen und vielleicht was essen? Heute? Ja. Okay. Gut. Du aber bloß kein Chinesisch. Ich mag dieses chinesische Zeug nicht. Dieses süß-sauer-Klibber, ja, wo du nicht genau weißt, was das ist. Und am besten das Ganze noch mit Stäbchen, wo dir eher als in den Schoß fällt. Okay.
Ach, Conny, Gott. Mir fällt gerade ein, ich kann heute Abend gar nicht. Ja, ist ja kein Problem. Ja, doch, schon. Also, ich meine, ich weiß einfach nicht, wie ich es schaffen soll. Wir machen es einfach wann anders. Okay. Nein, ja, dann müssen es halt. Na, okay. Dann müssen. Bleiben Sie mal drum. Dann müssen es halt. Ich ruf zurück. Amtmann, man könnte fast meinen, Sie verstecken sich vor uns. In Ihrem Büro sind Sie nicht so häufig anzutreffen. Hier wird demnächst renoviert. Was wollen Sie denn schon wieder? Wir gehen jetzt definitiv davon aus, dass sich der Täter unter Ihren Mitarbeitern befindet. Ja, das ist ja nichts Neues. Mit der Anschuldigung waren Sie ja gestern schon da. Also entweder Sie arbeiten jetzt mit uns zusammen und überprüfen mit uns gemeinsam Ihre Mitarbeiter, oder wir kommen mit einem großen Besteck. Beschluss vom Staatsanwalt, viele Kollegen, dann wird alles noch einmal ganz fein säuberlich durchsucht, ob wir nicht irgendwo einen Hinweis finden. Ja, und die vom Finanzamt sind ja mit dabei, oder? Ja, genau. Das ist doch eine leere Drohung. Ach, das liegt jetzt bei Ihnen, Herr Amtmann. Ja, na, zeigen Sie mir's noch mal, Ihr Phantombild. Gerne. Ja, mit ein bisschen Fantasie könnte es sein. Ach, Sie erkennen den Herrn also doch, es ist einer Ihrer Mitarbeiter. Auf jeden Fall schaut er ihm ähnlich. Also jetzt lassen Sie ihn nicht alles aus den Nasen rausziehen. Wie heißt der Mann? Wo finden wir ihn? Peter Molken, Außendienst. Aber wo der gerade steckt, da müssen schon meine Sekretärin fragen. Das hätten Sie uns auch gestern schon sagen können. Wissen Sie, wie man sowas nennt, Herr Amtmann? Behinderung der polizeilichen Ermittlungsarbeit. Ja, denunzieren Sie gern Ihre Mitarbeiter? Er ist im Objekt 74 Heizungen ablesen. Das 74er Objekt, das sind drei Wohnblocks in der Steinstraße 23 A, B und C. Danke. Ja, aber selbst wenn es ist, werde ich mal erst alles leugnen. Du, wenn es ist, dann erkenne ich ihn wieder und dann kehrt er mir. Das ist er. Herr Molken? Ja, warum? Sie haben meine ganze Wohnung verwüstet und alles mitgenommen, was irgendeinen Wert hat. Wie bitte? Was soll denn das jetzt? Sie kommen einfach daher und beschuldigen mich. Geht's noch? Weil ich Sie wiedererkenne. Genauso wie die anderen Bestohlenen bei einer Gegenüberstellung. So ein Krampf. Lass mich bitte schön in Ruhe mit dem Schmarrn. Ich hab noch einen ganzen Wohnblock vor mir. Sie kommen jetzt erst einmal mit uns mit aufs Revier für Vernehmung. Ja, gern. Moment, mach es da noch mehr auf. Ja, machen Sie mal den Kofferraum auf. Bitte sehr. Nehmen Sie mal die Kisten raus. Ja, die Kisten können Sie gern durchsuchen. Da, schau her, was haben wir denn da? Brauchst du das auch zum Ablesen von der Heizung? Nein, das ist alles privates Eigentum. Hey! Das können Sie uns ja dann auf dem Revier erklären. Oh, du, da braucht man gar nichts erklären. Schau mal, was ich da habe. Mein Tauchfächer. Entschuldigung, Herr Petrocek, es tut mir leid, dass ich Sie angeschuldigt und in eine sehr missliche Lage gebracht habe. Sudi, überspann den Bogen nicht. Gut, die Entschuldigung plus die Wurstzipfel vom Vortag. Schön, dass du so schnell hast kommen können.
Ja, ich dachte mir, vielleicht hast du eine Idee, wie du die Situation retten kannst. Die habe ich, Carlo. Ja, die habe ich. Sag einmal, hast du eigentlich was gegen mich? Magst du mich nicht oder habe ich irgendwas getan? Ich habe ganz viel von dir und die Frauen gehört. Und ich muss aufpassen auf Gianna, dass sie nicht so einem Orecchio di Schlitz heiratet. Ein Schlitz, ja? Esatto. Ich liebe die Gianna. Andere Frauen sind mir egal. Fast wie neu. Aber es ist besser geklebt, als eine neue zu kaufen, oder, Carlo? Bravo, bravo. Anhand von dem Prägestempel kann man das Herstellungsdatum ermitteln. Es ist jetzt nicht ganz einfach, aber mit ein bisschen recherchieren. Carlo, Baujahr 2014. Hat gar nicht so viele Generationen überlebt. Weil die Eure ist da selber runtergefallen. Und dann hast du dir einfach eine neue gekauft. Ach, porca miseria. Du weißt gar nicht, was für eine Belastung ist, diese stupide Statue. Hä? Und ich war endlich mal froh, dass ich dir weitergeben konnte. Ja, und du hättest mich einfach so über die Klinge springen lassen, hä? Hättest du die Hochzeit wirklich platzen lassen? No. Hä? Vielleicht. Hä? Ich habe 3 Söhne und nur eine Filia. Und ich wollte meine Prinzipessa nicht verlieren. Das ist. Madonna di Napoli. Liebe Tommaso, endlich, ich habe dich kennengelernt und gelernt zu schätzen. Und jetzt, ich weiß, du bist ein guter Poliziotto. Du bist der richtige Mann für Gianna. Und ich verliere nicht meine Prinzipessa, sondern ich gewinne der beste Schwiegersohn. Salute! Salute! Alla Madonna di Napoli! Auf die Madonna di Napoli, gell? Moment. Viva la Madonna! Salute! Salute! Salute. Viva la Madonna! Salute.